Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal, wie ihr sehen könnt, geht es um das Gelände. Ich habe jetzt tatsächlich alles bemalt aus der Corebox. Also alle Miniaturen und komplett das ganze Gelände aus der Corebox. In diesem Video geht es tatsächlich endlich mal ums Bemalen an sich. Das heißt, ich zeige euch, wie ich die Gebäude bemalt habe, welche Farben ich benutzt habe, welche Techniken ich benutzt habe, anhand der verschiedenen Gebäude, hauptsächlich eigentlich die Gebäude und nicht diese Zwischenstege, die es hier gibt in Grau, weil ich die ähnlich bemalt habe wie diese grauen Elemente bei den Gebäuden. Generell, ich habe mich ein bisschen an dem Farbschema tatsächlich vom Boxart orientiert, weil mir das eigentlich ganz gut gefallen hat. Habe ein bisschen so meine eigenen Sachen mit eingebracht, aber so die Grundbasis, sage ich mal, von der Farbgebung her, habe ich relativ stark übernommen. Was ihr hier auf dem Tisch seht, da ist zusätzlich noch ein Zusatz-Geländeset dabei. Und zwar dieses hier, Take Cover Terrain Pack, heißt das Ganze. Ich halte es mal hier in die Kamera ein bisschen. Ich hoffe, ihr seht es. Das heißt, hier ist noch ein bisschen Zusatzgelände dabei. Gerade diese kleinen Teile hier, die sind nochmal extra in dieser Zusatzbox dabei. Aber ein Gebäude zum Beispiel ist identisch zu dem, was schon im Core-Set mit dabei ist, aber es ergänzt einfach nochmal und ihr seht, das ist wirklich dann massig hier, was ihr an Gelände dann zusammen habt. Also im Core-Set müsst ihr dazu denken, da ist dann praktisch so ein Gebäude wie hier weniger dabei und natürlich ein paar Leitern weniger dabei. Diese Felsen, die ich hier außen stehen habe, hier und hier, die sind auch in dem Zusatz-Gelände-Set mit dabei. Ich zeige euch nachher auch nochmal ganz kurz Bilder, was im Core-Set mit dabei ist und was dann in der Zusatzbox drin ist, damit ihr nochmal seht, was wo dazugehört. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wenn es euch gefällt, drückt gerne den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Dann freue ich mich natürlich, weitere Videos zu bringen. Rein da! Ja, ihr seht, grundieren tue ich vornehmlich mit der Airbrush. Tatsächlich, wie ich die Miniaturen auch grundiere, und zwar mit Vallejo Primer Black einfach. Das hat den einen Grund, dass ich mit Dosen eigentlich gar nie grundiere, was den Vorteil gehabt hätte, dass man natürlich mit Dosen viel schneller ist. Aber ich möchte euch hier jetzt mal kurz ein paar Vorteile der Airbrush nennen. Und zwar kommt ihr mit der Airbrush natürlich viel besser in Ecken und Kanten und verwinkelte kleine Teile rein und habt damit eine recht gute Chance, dann wirklich auch alles schwarz zu haben. Gerade an Teilen, die irgendwo weiter unten liegen oder so. Also ich schaue da wirklich sehr extrem drauf, dass ich wirklich alles schwarz bekomme. Und am Ende ist es dann schöner, wenn das Ganze schwarz ist und am Ende keine Farbe hat, weil es ja dann eh im Schatten liegt, als wenn das dann so hell leuchtet und einfach da, ja, das Plastik irgendwie, das Graue da noch raus schimmert. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man mit der Airbrush einfach weniger Farbe braucht. Und ja, weil man einfach ein klareres Sprühbild hat und punktueller sprühen kann. Und mit der Dose geht einfach viel von der Farbe auch außenrum einfach verloren. Ja, weiter geht's dann mit Vallejo Model Color Blue Gray. Und zwar ist das ein schönes Grau, das in einen Blauton reingeht. Und da wir das Ganze ein bisschen kälter haben wollen oder ich an der Stelle gerade diese grauen Teile, die ganzen Balken und Gitter und so weiter, arbeite ich mit der Farbe, weil wir nachher dann sowieso nochmal mit Blau da ein bisschen reinarbeiten. Das ist einfach schön, ein bisschen einen Kontrast zu haben zu der anderen Farbe, die ich dann verwenden werde, dieses sandige Braun. Und ihr seht, ich sprühe da wirklich die Teile, die ich wirklich grau haben möchte. Da gehe ich ein bisschen stärker rein und schaue hier schon, dass ich entsprechend Verläufe hinbekomme. Das heißt, an den Kanten versuche ich relativ hell zu sein und nach unten hin vornehmlich lasse ich ein bisschen frei. Und ihr seht, dann ergibt sich da schon ein richtig schöner Verlaufseffekt und ich muss da eigentlich dann nachher gar nicht mehr so viel machen. Also da ist wirklich ja jetzt nur die Grundierung drunter und eine Farbe drauf und erzielt schon einen richtig guten Effekt eigentlich. Und ihr seht auch, ich gehe lieber, also als Tipp, geht lieber mit ein bisschen weniger Farbe drüber und dann nochmal über die Stellen, wo ihr seht, ah, da hätte ich es jetzt noch gern ein bisschen stärker, ein bisschen heller, dann lieber nochmal drüber gehen und mehrmals, also am Anfang zu stark, weil zurück ist dann halt immer schwierig. Also das heißt, lieber mehrmals und leichter,
als einmal ganz stark. Und ihr seht auch oben, lasse ich praktisch auch an den glatten Flächen, die praktisch nicht nach unten gehen, sondern einfach ja, die Flächen, wo die Miniaturen dann eben drauf stehen können, auch da lasse ich punktuell Stellen einfach ein bisschen dunkler, um das einfach ein bisschen natürlicher und ja, effektvoller wirken zu lassen. Ja, und alle anderen Stellen, das habt ihr jetzt gerade vorher auch gesehen, das sieht man jetzt hier an dem Modell nochmal kurz, alle anderen Stellen, also die Flächen, die Wände praktisch, die nicht im Endeffekt am Ende grau werden sollen, die besprühe ich nur ganz leicht. Das seht ihr seht jetzt hier schon, wenn ich den Seitbalken praktisch besprühe, geht der automatisch schon ein bisschen vom Sprühkegel auf die Wand drauf. Und im Endeffekt reicht mir da wirklich ein ganz leichter, ja, ein leichtes Highlight praktisch, um zu sehen, um am Ende dann einfach schon die Farbe an den Stellen, wo ich dann grau habe, schon ein bisschen heller zu haben. Und damit habe ich automatisch schon ein bisschen eine Abstufung der Farbe, was die Helligkeit betrifft. Ja, und ihr seht es auch, ich gehe eigentlich immer von den Kanten aus. Also die Kanten sind so meistens die hellsten Stellen, wo eben von oben das Licht drauf fällt und auch von der Seite. Und da kommen am Ende ja sowieso noch Kantenakzentuierungen. Das heißt, da will ich eigentlich generell schon meistens ziemlich hell sein an den Stellen. Und hier seht ihr jetzt genau diese Wand, die wird jetzt nachher sandbraun. Da ist jetzt einmal ein bisschen viel aus der Airbrush rausgekommen. Oben die Kante wird noch grau, deswegen sprühe ich da ein bisschen stärker. Und überall, wo die Wände sind, wo nachher dann dieses Sandgrau hinkommt, einfach ein bisschen weniger. So, hier seht ihr jetzt, habe ich einmal bei dem ersten Gebäude, das ich bemalt habe, tatsächlich mit Tape gearbeitet. Tape hat einfach den Vorteil, dass ihr dann wirklich, gerade wenn ihr jetzt, sage ich mal, noch nicht so geübt mit der Airbrush seid, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil dann schließt ihr natürlich aus, dass ihr jetzt wieder Farbe auf die Stellen bekommt, die ihr nicht dahin wollt, weil ihr einfach dieses Grau auf diesen Balken beibehalten wollt. Ich habe das jetzt hier einmal gemacht, um es zu zeigen, und habe dann aber festgestellt, also es braucht halt einfach relativ viel Zeit, werdet ihr sehen, gerade wenn ihr dann wirklich alles abklebt, um wirklich nur die Wände dann am Ende zu besprühen. Und ich habe das dann bei den anderen Gebäuden nicht mehr so gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, es geht auch ohne. Ich habe sowieso so einen leichten bisschen Wasted Look mit in die Gebäude reingebracht. Also so ein bisschen ganz leichtes Weathering schon mit drin. Und wenn dann da nicht alles hundertprozentig clean und genau ist, ist es nicht ganz so schlimm. Jeder, der ein bisschen geübt mit der Airbrush ist, kriegt das eigentlich auch gut hin. Und was auch noch dazu zu sagen ist, achtet darauf, dass ihr das Tape relativ schnell wieder abzieht, weil umso länger das drauf ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Farbe abzieht. Klar, ihr könnt jetzt vorher auch mit Lack drüber, dann passiert das natürlich nicht, aber dann hat man nochmal einen zusätzlichen Schritt und muss das Ganze lackieren, wieder trocknen lassen, und ja, das ist dann auch wieder zeitaufwendig. Ja, und dann geht es auch direkt weiter mit der nächsten Farbe, und zwar in dem Fall Brown Leather von Scale 75. Oder Scale 75. Hier gehe ich jetzt wirklich hin und pick mir vornehmlich die Stellen raus, die jetzt auf der Wand dunkler sind. Also wirklich noch, ja, das Schwarz so ein bisschen rauskommt. Und übersprühe die Stellen und vor allem auch unten natürlich an der unteren Kante, weil ich da am Ende halt möchte, dass das Braun ein bisschen rausschaut. Und da suche ich mir jetzt einfach vereinzelte Stellen aus, also auch so unter den Fenstern. Ihr seht es ja so hier so ein bisschen. Und die Stellen, die wirklich extrem hell sind, lasse ich eigentlich offen. Aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel, es ist relativ viel. Aber da müsst ihr auch nicht so genau sein. Das ist wirklich nur, um da eine Grundbasis nochmal zu haben. Und vor allem an den Stellen, die halt dunkler sind, dass da das Braun dann eher rauskommt, wenn die nächste Farbe drüber kommt, als das Schwarz, das wir jetzt noch mit drin haben. Genau, jetzt seht ihr dasselbe hier nochmal, jetzt praktisch ohne Tape. Und da seht ihr eigentlich, wie gut es schon funktioniert. Klar, wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel diese Balken, da wo ich jetzt drüber gehe, da habe ich mich später noch dazu entschieden, die dann doch grau zu machen. Dann habe ich die halt nochmal grau übersprüht am Ende. Aber ihr seht, generell funktioniert das eigentlich ganz gut. Jetzt zum Beispiel gerade hier oben, ohne jetzt da oben den Rand, den ich grau haben möchte, also den oberen Rand vom Gebäude, mit Braun zu treffen, funktioniert es eigentlich einwandfrei. Und auch hier picke ich mir jetzt halt wieder die Stellen raus, gerade unten relativ stark und dann oben oder generell auf die Fläche verteilt, wo die Wände sind und wo viel schwarz ist. Ja, und dann seht ihr jetzt hier nochmal, wie das dann im Gesamten aussieht, wie die komplette Fläche aussieht. Also sind immer noch Stellen grau
Aber relativ viel ist trotzdem tatsächlich in dem Braun. Ja, und dann geht's weiter mit Iraqi Sand von Vallejo. Natürlich auch verdünnt mit Thinner in der Airbrush direkt. Und da gehe ich jetzt nochmal drüber über alles. Und vor allem picke ich mir hier halt jetzt auch die hellen Stellen raus. Gehe aber auch über das komplette Braun drüber. Und wenn ich jetzt halt einfach in dünnen Schichten arbeite ich da auch oder möglichst dünnen Schichten. Und da, wo ich dann halt weniger Schichten habe, da scheint das Braun dann noch ein bisschen durch. Und bei allen anderen Stellen habe ich halt einfach dann dieses beige Braun, dieses Sandbraun, das ich am Ende als Hauptfarbe dann für die Wände haben möchte. Und auch hier seht ihr, ich gehe halt lieber mehrfach drüber über die Stellen, anstatt gleich ganz stark, weil dadurch kriege ich halt wieder schöne Verläufe und bekomme halt auch ein bisschen so diesen Effekt hin von der Wand, dass die halt nicht einfarbig gleichfarbig ist, sondern so ein bisschen Farbnuancen drin hat. Und auch hier schaue ich, dass ich die Kanten relativ hell mache, weil da werden auch wieder Kantenakzente gesetzt am Ende. Und dann möchte ich da halt, dass der Verlauf in die Richtung immer passt. Ja, der nächste Step wäre dann mit Beastie Brown. Das ist tatsächlich jetzt eine Air Color von Vallejo. Das heißt, da verdünne ich nichts mit Thinner, sondern nehme die pur so in die Airbrush. Die dient jetzt dem Zweck, einfach dem Ganzen nochmal, ja, andere Farbnuancen zu geben, nochmal dieses, ja, Ogerbraun ein bisschen mit reinzubringen, weil so sieht das Ganze jetzt ja doch ziemlich flat aus. Obwohl wir natürlich mit einem Undercoat mit dem Brown Leather gearbeitet haben. Aber ja, das ist, sieht ein bisschen zu clean aus, meines Erachtens. Und darum habe ich jetzt hier mit dem Beastie Brown, gehe ich nochmal drüber. Und da sprühe ich jetzt wirklich ganz leicht, also eine ganz dünne Schicht. Und auch wieder über die Stellen, die eher so von unten kommen, die eher so in den Schatten liegen. Ihr seht es gerade hier um die Balken rum, um diese grauen Balken. Da, wo die ganzen Schläuche verlaufen, unter den Fenstern, genau, und einfach punktuell ein bisschen, um dem Ganzen ein bisschen, ja, Struktur und einen besseren Look zu geben. Ja, wenn das Ganze fertig ist, dann sieht es so aus, ringsherum. Ihr könnt da natürlich x-beliebig viel machen. Ich habe das jetzt nicht zu arg, aber so, dass es halt schon einen Unterschied macht, und ich denke, man sieht deutlich den Unterschied zu dem nur klassischen mit beigem Sandfarben und jetzt noch hier diese Ogerfarbe mit dabei. Anschließend widmen wir uns wieder den grauen Teilen, weil auch die sehen, obwohl wir jetzt ja die Verläufe schon ein bisschen haben, auch noch ein bisschen langweilig aus, bisschen arg einfarbig, und darum nehme ich hier jetzt von Vallejo auch eine Air Color, und zwar Blue, also einfaches Blau. Das ist ein wirklich sehr schönes Blau, weil es relativ kontrastreich, relativ kräftig ist, und dadurch kann man da eigentlich recht schöne Effekte erzielen. Da sprühe ich jetzt wirklich auch ganz leicht, also da macht es auch Sinn, selbst die Airfarbe noch ein bisschen zu verdünnen, weil das fast ein bisschen wie ein Glaze sein soll im Endeffekt. Und ihr ja nicht über euer Grau drüber sprühen wollt, sondern einfach dem Grau nochmal, ja, eine andere Farbnuance geben wollt. Und da sprühe ich wirklich ganz dünn, auch wieder eher so in die Midtones, also in die Mitteltöne und in die Tiefen rein. Also alles, was vorher jetzt so ein bisschen schwarz war, zwischen Schwarz und dem helleren Grau oder mittleren Grau, da sprühe ich jetzt vereinzelt ein bisschen Blau drüber. Und ja, da müsst ihr halt auch schauen. Bei mir ist es manchmal ein bisschen stark geworden, dann kann man da auch mit dem Finger noch mal ein bisschen drüber wischen, das bisschen wegbekommen, weil die Farbe ja wirklich relativ dünn ist, das ist das Gute dran. Aber da könnt ihr eigentlich auch nicht viel falsch machen. Also wirklich punktuell an die Stellen ein bisschen sprühen, und dann wirkt das Ganze halt einfach auch ein bisschen lebendiger, ein bisschen natürlicher und bekommt gleich noch mal einen ganz anderen Look. Ja, hier seht ihr es jetzt zum Beispiel ganz gut, da gehe ich jetzt praktisch zwischen die Highlights und die Shadows und gehe da praktisch mit dem Blau rein, um dann nochmal den Übergang ein bisschen schöner zu machen. Und jetzt genau an der Türe unten die unteren Kanten, die so ein bisschen im Schatten liegen. Ja, und das war's dann eigentlich mit Airbrushen, größtenteils zumindest für den Anfang. Dann geht es natürlich weiter an Maltisch. Und es geht an die Edge Highlights, die natürlich auch nochmal sehr wichtig sind, die natürlich kein Muss sind, die könnt ihr auch skippen, aber ich finde, das macht nochmal einen richtig krassen Unterschied,
wirkt dann einfach nochmal viel schöner. Klar ist natürlich auch Arbeit, aber es lässt das Gebäude einfach nochmal viel besser wirken. Hier arbeite ich jetzt an den grauen Teilen des Gebäudes. Und zwar nutze ich hierzu eine Mischung aus Ivory von Vallejo und dem Grau, das wir am Anfang verwendet haben, also dieses Blue Gray. Mehr Ivory-Anteil als Blue Gray, weil wir es ja wirklich auch richtig hell oder ich sie richtig hell haben möchte, um wirklich die Kanten ersichtlich zu machen und wirklich rausstechen zu lassen. Ja, und ihr seht, ich ziehe da einfach mit einem Pinsel die Kanten entlang. Also Kantenakzentuierung ist eigentlich tatsächlich nicht ganz so schwer. Die Farbe sollte nicht zu dünn sein. Also eher ein bisschen dicker, als wenn ihr normal Miniaturen bemalt, um wirklich die Farbe da auch kräftig drauf zu haben. Ja, und dann seht ihr hier auch die kleinen Cracks und diese Risse. Die highlighte ich dann natürlich auch, um die nochmal ein bisschen rauszubringen und besser darzustellen. Und generell einfach alle Rundungen, alle Kanten, die da am Gebäude sind, vom Licht extrem getroffen werden, die machen schon Sinn zu highlighten. Ich habe dann natürlich hier auch die ganzen Gitter gehighlightet und da seht ihr auch schön, ja, das sieht dann einfach nochmal viel besser aus, wenn man hier drüber geht und wenn man ein bisschen geübt ist, dann geht das eigentlich auch relativ zackig, auch wenn es natürlich viel Arbeit ist, vor allem bei dem Gelände, bei den ganzen Stegen oder Übergängen, die ja das Set beinhaltet, das Core-Set. Da sind natürlich viele solche Gatter. Da machen wir jetzt auch mal Schnelldurchlauf. Ja, weiter geht's dann mit den ganzen Drähten bzw. Kabeln, die sich an dem Gebäude befinden. Da starte ich einfach mit klassischem Schwarz. Da könnt ihr irgendein Schwarz nehmen. Ich habe hier, glaube ich, das Schwarz von Vallejo. Das Model Color Schwarz und da gehe ich jetzt erstmal mit einem relativ großen Pinsel über die ganzen Kabel drüber, um da einfach mal eine Grundbasis zu schaffen, weil ich die nachher Metallic mal und da macht es einfach Sinn, schwarz zu grundieren oder schwarz erstmal als Basisfarbe Untergrund zu nehmen und da gehe ich jetzt über das ganze Gebäude drüber und mache alle Stellen, die ich halt Silber haben möchte, am Ende schwarz. Ja, nachdem ich alle Teile schwarz hatte, starte ich aber erstmal mit den Edge Highlights oder den Kantenakzentuierungen der ganzen beigen Teile, also der Wände und so weiter. Und ihr seht hier jetzt gerade, da ist ja auch nochmal so eine kleine Abstufung, so eine kleine Kante auf den Wänden drauf. Auch die Edge highlighte ich oder akzentuiere ich. Und eben die ganzen Kanten, die sonst an den Wänden sind. Und auch hier wieder arbeite ich mit Ivory und in dem Fall mit unserer letzten Farbe, die ich für die Wände verwendet habe, und zwar das Iraqi Sand. Und auch hier gilt wieder mehr Ivory-Anteil als Iraqi Sand-Anteil. Und auch hier haben wir wieder schöne kleine Cracks und Risse in den Wänden, die man natürlich nochmal schön highlighten kann, damit die noch mal ein bisschen schöner zur Geltung kommen. Und auch das geht recht zackig und sieht dann einfach deutlich schöner aus. Ja, weiter geht es dann tatsächlich mit Silber. Ihr seht hier oben diesen Satellit oder was auch immer das ist, diese Satellitenschüssel, die habe ich auch schwarz gemalt, weil ich die eben auch silbern möchte. Und da gehe ich jetzt einfach ganz grob mit Lead Belcher von Citadel drüber und ich möchte da ein bisschen so einen nicht so einen krass glänzenden shiny Metallic Look und deswegen gehe ich da so ein bisschen ja fast dry brush artig drüber, also nicht wirklich dry brushen, aber so, dass halt einfach ein bisschen schwarz punktuell noch im Silber drin bleibt automatisch und dann muss ich dann nachher auch mit Shade gar nicht so viel arbeiten und habe eigentlich schon einen ganz coolen entsprechenden Look. Ja, bei den ganzen Kabeln gehe ich natürlich auch mit Silber einfach drüber und male die nach. Die kann man natürlich auch in einer anderen Farbe machen, aber ich fand das Silber eigentlich ganz passend. Das setzt sich eigentlich ganz gut ab von dem eher warmeren Beige bzw. sandigen Braun. Und da gehe ich jetzt einfach über alle Teile, die ich vorher schwarz bemalt habe, mit dem Silber
einmal drüber, beziehungsweise ja, je nachdem, wie es halt liegt, manchmal auch zweimal drüber, weil die Metallicfarben ja manchmal nicht ganz so gut decken. Aber wenn man da Schwarz als Grundbasis hat, dann geht es eigentlich echt ganz gut. Jetzt zum Beispiel hier bei diesen riffligen Kabeln, da lasse ich praktisch auch die Vertiefung schwarz und gehe nur grob über die erhabenen Stellen drüber und habe dann da automatisch eigentlich schon einen schönen Kontrast. Ja, auch hier unten, wie ihr seht, das habe ich mich auch dazu entschieden, da unten diese Paneele silber zu machen. Da habe ich vorher auch einfach alles schwarz gemalt. Und ihr seht, dadurch, dass die so tief sind, ist es richtig einfach und richtig gut. Man geht dann einfach von oben nach unten oder auch seitlich ein bisschen mit dem Pinsel drüber, ohne in die Vertiefung reinzumalen, und hat dann automatisch einen recht schönen Effekt, der einfach zu erzielen ist. Ja, dann kommen wir auch schon fast zu den finalen Parts. Und zwar haben viele der Gebäude so Lampen an den Pfeilern oder an den Wänden dran. Und die habe ich unten auch schon silber bemalt. Und jetzt geht es darum, das Licht scheinen zu lassen. Und da gehe ich als erstes mit einem klassischen puren Weiß, sprühe ich über diese Lampe oder auf diese Lampe drauf. Ja, und anschließend, wie ihr seht, geht es dann einfach mit einem schönen Orange, das dann aber wie gelb wirkt, von Vallejo Game Color Clear Orange. Also das ist wirklich auch ein schön, richtig sattes Orange. Wenn man da weißen Untergrund hat, dann kommt das richtig schön knallig rüber, und darum benutze ich das jetzt auch hier für diese Lampen und sprühe da einfach auch ganz leicht lieber in mehreren Schichten drüber und gerne auch am Rand ein bisschen raus, um da so einen leichten OSL-Effekt hinzubekommen. Genau, und dann seht ihr, dann sieht es eigentlich ganz schick aus und ist nicht zu arg aufwendig. Ja, was ich dann anschließend noch mache, ist, weil ihr seht jetzt ja, wir haben jetzt ja, oder ich habe jetzt ja die kompletten Lichter übersprüht, das heißt auch diese Ringe, diese Metallteile, die die Lampen halten, mehr oder weniger. Und über die gehe ich jetzt am Ende einfach nochmal mit einem Pinsel über die übersprühten Stellen drüber mit Schwarz. Und anschließend dann einfach nochmal mit Silber. Oder je nachdem, welche Farbe ihr dann nehmen möchtet. Aber ich habe mich hier für Silber auch entschieden. Ja, und dann sind die Lampen soweit auch fertig. Und ihr seht, relativ einfach. Man könnte jetzt natürlich auch noch in dem Gelb nochmal leichte, hellere Reflexe mit Ivory, das Gelb nochmal aufhellen oder mit Weiß nochmal reingehen und die Lichter nochmal, ja, noch schöner und natürlicher aussehen lassen. Aber für Gelände, denke ich, tut's das so. Ja, anschließend gehe ich nochmal über alle Teile mit einem Wash, beziehungsweise ich mache das hier mit einer Contrast von Citadel drüber, beziehungsweise über alle Teile, die ich halt möchte. Also jetzt gerade hier bei dieser Satellitenschüssel, da gehe ich nochmal drüber, vor allem über die großflächigeren Sachen, um da nochmal ein bisschen Tiefe mehr reinzubekommen. Und teilweise auch an den Kabelgeschichten, diese Zwischenteile, da habe ich ja vorher einfach nur mit Silber mehr oder weniger drüber gemalt, und damit man hier nochmal ein bisschen mehr Kontrast bekommt, male ich da jetzt nochmal ein bisschen mit einem Shade bzw. einer Contrast-Farbe rein. Ja, zu guter Letzt kommen wir dann noch zu den Details. Und zwar sind es hauptsächlich die ganzen kleinen Schalter und Lichter. Und die bemale ich auch als allererstes mit purem Weiß. Also irgendeinem Weiß, das ihr da habt, das ziemlich richtig weiß ist. So weiß wie möglich. Und da male ich über die ganzen Schalter und alle Teile, Lichter, was ich eben dann ein bisschen leuchtend oder andersfarbig haben möchte, noch weiß komplett drüber. An den Gebäuden sind auch relativ viele Bildschirme irgendwo versteckt, und auch die male ich dann nochmal weiß drüber. Manchmal auch zwei Schichten, einfach um das wirklich einen richtig guten Untergrund zu haben, damit die Farbe, die ich dann drüber male, in dem Fall wird es blau sein, ja, einfach ein bisschen leuchtender
am Ende vom Effekt rauskommt. Die ganzen anderen Armaturen, die da noch übrig sind, also alle anderen Schalter, Hebel und so weiter, die male ich wieder schwarz an. Ja, und hier seht ihr dann, wie ich praktisch die Bildschirme und Schalter und Lichter bemal. Hier nehme ich jetzt in dem Fall das Airblau von Vallejo wieder, das ich auch zum Besprühen der grauen Teile genommen habe. Und ja, verwende es hier eher wie ein Glaze oder Shade und gehe da lieber in mehreren Schichten drüber, damit das einfach wirklich hell wirkt und nicht komplett blau. Und dadurch habe ich halt auch verschiedene Untergründe der Farbe, das heißt, an manchen Stellen ist es einfach ein bisschen heller, an manchen ein bisschen bläulicher. Und ja, so möchte ich das am Ende auch dann eigentlich haben. Bei den Schaltern habe ich mich einfach für verschiedene Farben entschieden. In dem Fall ja rot, glaube ich, rot, orange, grün, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Und auch hier wieder einfach mit einem Glaze, also einer dünnen, verdünnten Farbe mit viel Wasser, aber dann den Pinsel immer abtupfen, im Idealfall am Tuch, damit das Wasser weggeht und die Farbe einfach relativ dünn ist. Und dann einfach über die Schalter drüber und dann habt ihr eigentlich einen ganz schönen leuchtenden, bekommt ihr automatisch einen relativ schönen leuchtenden Effekt. Über die ganzen anderen Armaturen, die jetzt schwarz sind, die highlighte ich dann nochmal. Und zwar mit Cold Gray von Vallejo. Und da gehe ich jetzt einfach auch ein bisschen an die Kanten hin und tue das dann nochmal grob akzentuieren, um die nochmal ein bisschen hervorzuheben. Und ihr seht, mein Schaltpult ist relativ bunt geworden. Das ist natürlich Geschmackssache, was da am Ende rauskommt. Aber ich wollte einfach relativ viele Farben verwenden und dann würde das eine recht bunte Angelegenheit. Kann man natürlich auch alles in einer Farbe bemalen oder auch mit schwarzen Schaltern. Ja, und dann sind die Gebäude eigentlich soweit fertig und zu guter Letzt sprühe ich noch mit Art Code von Citadel. Also das ist einfach ein Seidenmattlack. Mit der Airbrush geht es eigentlich relativ gut. Schön mit Wasser verdünnt, 10 zu 1. Einmal drüber und dann sind die auch schön gesealt, die Gebäude, und da sollte dann keine Farbe mehr abgehen. Ja, und dann seht ihr, hier ist noch ein fertiges Gebäude in 360 Grad Ansicht. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich bin recht happy mit dem Ergebnis, zumal es jetzt nicht mega aufwendig war. Klar, es braucht trotzdem Zeit, gerade mit den ganzen Kantenakzenten und so weiter. Aber ja, sie kommen auf jeden Fall sehr gut raus. Hier seht ihr nochmal so ein bisschen den Überblick, wie es dann auf dem Tisch und zusammen aussieht. Also ich finde die Kombination aus diesem hellen, kalten Grau und diesem sandig warmen beigen Ton eigentlich echt super. Ich bin im letzten Video schon gefragt worden, ob ich auch mehr detaillierte Sachen noch von den Miniaturen bringen kann. Wie gesagt, das habe ich auch bereits versprochen. Ich werde auf jeden Fall noch ein weiteres Video bringen zu den Miniaturen, die ich bemalt habe. Leider wird es da kein direktes Tutorial geben, aber ich werde auf jeden Fall nochmal genauer auf die Figuren an sich eingehen, auf die Details, wie ich sie bemalt habe, nochmal die bemalten Figuren im Video selber zeigen und ein bisschen genauer auf die verschiedenen Farbschemata eingehen, die ich da verwendet habe und warum und was meine Gedanken dazu sind generell. Also da wird auf jeden Fall noch ein weiteres Video kommen. Also bleibt dran. Ich hoffe, das Bemal-Tutorial hat euch gefallen und seid gespannt auf das nächste Video. Bis dann, euer Jonathan von Wavecolors. Ich hoffe, das